Die gute Nachricht des Tages. Alles Essig, von wegen. Vor dem Winterbeginn wappnet sich die Bayerische Staatsbauverwaltung mit Salz und verwendet überzähliges Salzwasser aus der Gewürzgurkenproduktion von Develey für den Winterdienst. Für wintersichere Straßen wird in Dingolfing seit mehreren Jahren erfolgreich Abwasser aus einer Gewürzgurkenfabrik genutzt. Das aufbereitete Gurkenwasser schont die Umwelt und ist genauso effektiv wie reguläres Streusalz. Zudem werden mindestens 100 Tonnen Salz und 800.000 Liter Wasser gespart. Also, hoffentlich hast du jetzt nicht mehr alle Gurken im Glas und kannst so das übrig gebliebene Wasser aus den sich ja normalerweise im Kühlschrank sammelnden Gläsern, Überschrift, kann man nochmal gebrauchen, gut verwenden. So kann eine kleine Idee aus der Provinz ein wenig die Welt verändern. Sage niemand, Gott hätte nicht noch ein paar schöne Easter Eggs auch zu Weihnachten in seiner Schöpfung versteckt. Aber bis dahin erstmal schön, dass ihr da seid. Also, herzlich willkommen aus der Martin-Luther-Kirchengemeinde in Witten an der Ruhr, hier in unserem wunderschönen, weihnachtlich geschmückten DIY-Studio. Mein Name ist Dirk Schucklert, ich bin Pastor hier in unserer Gemeinde und das ist eben DIY. Believe it yourself, klug ist, wer selber glaubt. Unser Journal für die wirklich wichtigen Fragen. So, und der Frank in der Technik ist auch da, lieber Frank. Hallo. Ja, schön, schön, schön. Wann hast du denn das letzte Mal eine Sache zweckentfremdet und wofür? Tatsächlich auch diese Essigessenz für eine ziemlich komische Sache an meinen Füßen, die weg musste. Bilder, nein, die man nicht mehr los wird. Also herzlich willkommen, das ist der vierte Teil unseres Glaubenskurses Spurwechsel, worum es im christlichen Glauben eigentlich geht. Was bisher geschah, können wir in folgenden Sätzen zusammenfassen. In erster Linie geht es um dich und deine Lebensspur. Es gibt einen Gott und du bist es nicht. Wir müssen uns der Erfahrung stellen, dass scheinbar am Ende immer das Leben verliert und der Tod gewinnt. In zweiter Linie geht es um Jesus. Er war Mensch, wie du und ich, mit allem, was zum Menschsein dazugehört. Er gibt uns mit seinen Worten Lebenshilfe, erinnert mit seinen Taten an das, was wirklich zählt. Aber er hat auch eine Spur darüber hinausgelegt für einen Weg, auf dem Gott und wir uns neu begegnen können. Also in dritter Linie geht es um Gott. Also die Entscheidung des Menschen, ohne Gott allein verantwortlich unterwegs zu sein, ist anscheinend keine Erfolgsgeschichte, wie wir rundum sehen. Der Mensch merkt nicht, dass das, woran er sein Herz hängt, zu seinem Gott wird. Irgendwann wird er sich selbst zum Gott, bildet sich ein, er wäre die Krone der Schöpfung und überfordert sich damit bis zum Zusammenbruch selbst und das Leben verliert, der Tod gewinnt. In der Bibel heißt ein Leben ohne Gott Sünde. So, und nun setzt Gott dagegen ein großes, einzigartiges Zeichen. Gott entscheidet sich, Jesus nicht im Tod zu lassen. Wir sollen begreifen, bei Gott gewinnt das Leben und der Tod verliert. Jesus lädt uns ein, die Spur zu wechseln. Die Welt, das Leben, meinen Nächsten und mich selbst mit den Augen Gottes zu betrachten, aus einer anderen Perspektive. Auf dieser Spur Jesu, auf dem Weg zu einer Begegnung mit dem lebendigen Gott, bekommt mein Leben eine neue Linie, eine neue Ausrichtung, ein neues Warum und Wozu. So, und wie das aussieht, darum geht es also im vierten Teil unseres Glaubenskurses Spurwechsel. Jesus möchte uns auf die Spur bringen, das alltägliche Leben eben aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Das ist so ein wenig wie diese 3D-Street-Art-Bilder, die nur aus einem bestimmten Blickwinkel aus ihre Wirkung entfalten. Wir schauen da mal rein. Die größte 3D-Zeichnung der Welt. Jetzt reden wir von der gemeinsamen Arbeit eines Straßenkünstler-Duos, das als 3D-Joe und Max bekannt ist. Dank der Unterstützung des berühmten Unternehmens Rebook haben die Künstler geschafft, eine unglaubliche 105 Meter lange Zeichnung auf eine Straße in London zu malen. Die unglaubliche Arbeit wurde am 17. November 2011 sogar ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen. Und es lohnt sich zu bemerken, dass die Künstler sich diesen Eintrag wirklich ehrenhaft verdient haben, denn sie haben nicht nur die größte 3D-Zeichnung der Welt kreiert, sondern auch hart an einer realistischen Abbildung gearbeitet.
ein tiefer Spalt, Klippen, Felsen und Wasserfälle. Und das alles auf einem 1160 Quadratmeter großen Kunstwerk. Der Ort, der für die Zeichnung ausgewählt wurde, befindet sich direkt im Stadtzentrum. Denn es war den Künstlern sehr wichtig, den Menschen 3D-Zeichnungen näher zu bringen und zu zeigen, wie wichtig es ist, sie als Teil der Kunstgeschichte anzusehen. Schwebender Baum. Wie ihr seht, ist das kreative Duo Daniel Ziering und Mario Schuh in der Lage, die fantasiereichsten Fantasien der Welt zu kreieren. Vor kurzem haben sie es geschafft, einen gewöhnlichen Baum in einen wirklich fantastischen Ort zu verwandeln. Zuerst haben die Künstler dabei einen kleinen Teil des Baumes mit einem Tuch abgedeckt und ihn damit Sprühdosen in eine Zeichnung verwandelt, die den Horizont und die Landschaft hinter dem Baum zeigt. Die Idee funktioniert nur, wenn die letztendliche Zeichnung unglaublich realistisch ist, und das ist den jungen Künstlern definitiv gelungen. Sieht man sich den Baum von weitem an, dann könnte man glauben, dass ein Teil des Stamms fehlt, als wäre er abgeschnitten worden und dass der obere Teil einfach wie von Magie in der Luft schwebt. Natürlich realisiert man, wenn man sich dem Baum nähert, schnell, dass es nur eine Illusion ist. Der Effekt ist aber trotzdem wirklich ungewöhnlich und einfach fantastisch. So, und genau das passiert, wenn wir das Leben aus dem Blickwinkel des Glaubens betrachten. Der Ausgangspunkt ist die Entdeckung eines Gottes, der uns und unsere Welt atmen und leben lässt. Jesus will uns zu einer solchen Begegnung einladen, denn so sicher, wie wir auf den Tod zugehen, unser eigenes Sterben und unser eigenes Vergehen, so sicher ist es auch, dass wir Gott begegnen können und sehr wahrscheinlich auch werden. Das kann an jedem Punkt meines Lebens geschehen oder aber auch erst nach meinem Tod. Jede Begegnung ist eine Einladung, mit Jesus die Spur zu wechseln. Jede Ahnung ist eine Einladung, an Gott zu glauben. Ich beginne Jesus seinen Glauben zu glauben. Ich vertraue ihm, dass er mir ein Vertrauen geben kann an diesen lebendigen Gott. Mein Leben soll eine neue Perspektive bekommen in der Dimension Gottes, die ich wahrnehme. Wenn ich also beginne, jetzt mein Leben mit Jesus zu leben, dann bekomme ich von diesem Gott unschätzbare Hilfestellungen für mein Leben. Zum Beispiel kommt zum Geschenk des Lebens das Geschenk der Vergebung hinzu. Ich muss mein Leben nicht schuldbeladen mit mir herumtragen, sondern kann es befreit genießen. Zum Groß- und Starkwerden im Leben gehört aber auch, ein unbedingtes Urvertrauen zu behalten, zu entwickeln und zu bewahren. Der Glaube, das Vertrauen auf die Güte Gottes, macht die wahre Stärke in mir aus, lässt mich zu einem selbstbewussten, dankbaren Kind Gottes werden. Sein Geist zeigt mir, dass es immer noch eine Möglichkeit mehr im Leben gibt, als ich mir träumen lasse. So, jetzt einmal zum Durchatmen und hier zur Entspannung ein anderes Beispiel für eine Wahrnehmung von den Dingen hinter den Dingen. In den Bildern, die wir gleich sehen, vielleicht kennt sie der eine oder andere, ist hinter den Mustern noch in der Tiefe ein anderes Bild verborgen, das es mit ein wenig Geduld und Ausdauer zu entdecken gilt. Es hilft, zwischendurch vielleicht mal auf die Pausentaste zu drücken und dann sich zu konzentrieren. Ein bisschen Musik im Hintergrund und da gucken wir jetzt mal rein. Thank you.
auf diese Art und Weise mit Geduld und Ausdauer diesen Gott, den Jesus uns zeigen will, in der Tiefe findet, der erfährt, dass Gottes Wille mich zu meinen Plänen entweder ermutigt, weil sie gut für mich sind, oder mich korrigiert, wenn es nicht gut für mich oder für meine Umwelt ist. Das lasse ich von Gott her zu. Denn in Gott finde ich eine Hoffnung, wenn ich mutlos werde und mich das Leben vielleicht auch manchmal zu viel Kraft kostet. Gott erlöst mich auch von all den aussichtslosen Kämpfen um das Leben, die ich gar nicht gewinnen kann. Auch den Kampf gegen den Tod werde ich nicht gewinnen. Aber den gewinnt Gott in Jesus für mich. Zusammengefasst. Der ganze Spurwechsel-Glaubenskurs läuft auf eine Erkenntnis heraus. Im Wesen des christlichen Glaubens geht es darum, am Leben, Sterben und Auferstehen Jesu die Dimension Gottes für mein Leben neu zu entdecken oder überhaupt zu entdecken. Ich kann und darf annehmen, dass ich Gottes geliebtes Menschenkind bin. Ich bin nicht dazu bestimmt, auf ewig verloren zu gehen, sondern auf ewig bei Gott gut aufgehoben zu sein. Wie ihr an unserer Deko seht, veröffentlichen wir dieses Video in der Weihnachtszeit 2023. Und deshalb also auch hier eine weihnachtliche Variante dessen, was passiert, wenn einer das Angebot Gottes ernst nimmt und die von ihm gereichte Hand ergreift. Kommst du einmal mit? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Ihr Lieben, begleitend zu unserer Reihe gibt es nämlich auch dieses wunderbare Faltblatt als PDF-Datei zum Download mit den wichtigsten Stichworten. Pardon, es ist diese Seite, die gerade dran ist. Und neben allen anderen Social-Media-Kanälen, auf denen ihr euch austauschen könnt, könnt ihr mich natürlich auch persönlich erreichen unter schuklat@mlkg.de oder ihr schreibt
Ja, ist richtig rum. Oder ihr schreibt uns einfach auf allen anderen Sachen in die Kommentare und erzählt uns von dem, was ihr vielleicht mit dem neuen Blick fürs Leben besonders entdeckt habt und faszinierend wahrgenommen habt. So, ihr Lieben, bis demnächst also hier im DIY-Studio. Wir wünschen euch eine tolle Weihnachtszeit. Ich glaube, wir sehen uns vor Jahresende höchstens noch live wieder. Aber wir haben noch eine Aufgabe des Tages für euch. Und zwar möchten wir euch bitten, da wir ja jetzt alle unwahrscheinlich viele Gurkengläser übrig haben, hier noch ein Tipp für ein schönes Geschenk, mit dem wir einander ein wenig Licht ins Dunkel bringen können. Also Gurkengläser leer machen, damit es draußen nicht allzu glatt ist, und dann die Gläser für etwas ganz Besonderes nutzen, damit es wieder ein bisschen hell und Licht werde in unserem Leben. Tragt in die Welt nun ein Licht. Wir wünschen euch alles Gute, Gottes Segen. Bleibt behütet, passt auf euch auf, Gott tut es auch. Frank, ich wünsche dir auch eine gute Zeit. Wir uns alle. Komm gut ins neue Jahr und dass wir uns dann hier in einer neuen Staffel DIY dann wiedersehen. Alles Gute, bis denn.